Was heute wie eine ehemalige Kiesgrube aussieht, war einmal ein Grab, erbaut vor fast 3000 Jahren. Erinnerungsmonument an einen Unbekannten. 63 Meter breit und fast 10 Meter hoch. Es ist der größte erhaltene bronzezeitliche Grabhügel im Land Brandenburg und in ganz Norddeutschland. Das Grab im Hinzeberg verbindet der Volksmund seit Urzeiten mit einem sagenhaften König. Als es Arbeiter aus der Region 1899 öffnen, ist ein Drittel des Monuments bereits zerstört. Preußen benötigt Steine für den Straßenbau. Doch die unterirdische Grabkammer zeigt sich gut erhalten. Die Wände sind ordentlich mit Lehm verputzt. Diese Zeichnungen sind die einzigen Zeugnisse des ursprünglichen Zustands. Das Besondere dabei, die Wände sind mit roter Farbe verziert. Auch die Lage der Beigaben wird damals festgehalten. Sie verraten das ungefähre Alter des Grabes. Das datiert in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Das ist in etwa 20, 30 Jahre vor der Gründung der Stadt Karthago. Das ist 50 Jahre vor den ersten überlieferten Olympischen Spielen und 100 Jahre vor der Gründung der Stadt Rom, 753, Rom kroch aus dem Ei, jedem Archäologen gut bekannt. Das Königsgrab ist der letzte erhaltene Vertreter der sogenannten Riesenhügel, von denen im Kulturgebiet der Sediner-Gruppe nachweislich mehrere vorhanden waren. Damit ist das Grab eines der ältesten erhaltenen Architekturmonumente in Brandenburg. Seine Kammer ist 1,55 Meter hoch und mit einem falschen Gewölbe abgedeckt. Sie befindet sich nicht genau in der Mitte des Hügels, vielleicht um Grabräuber abzuhalten, die schon damals gefürchtet waren. Die Konstruktion hat sich bewährt. Fast 3000 Jahre lang blieb die Kammer unentdeckt. Der 20. September 1899. Ein historischer Moment. Unter Aufsicht des Perleberger Rechtsanwaltes Dr. Heinemann und Ernst Friedl, dem Direktor des Märkischen Provinzialmuseums Berlin, wird die Grabkammer offiziell geöffnet. Es finden sich Objekte aus Ton und Metall, Grabbeigaben für wahrscheinlich insgesamt 3 Individuen. Die Hauptbestattung ist männlich und war etwa 30 bis 40 Jahre alt. Ihr Leichenbrand wurde in einem Bronzegefäß deponiert, das in einer Urne aus Ton verborgen war, deren Deckel mit 4 Nägeln verschlossen ist. Ein Schwert und zahlreiche Beigaben aus Bronze zeugen vom Reichtum des Bestatteten. Die bronzene Amphora gehört zu einem seltenen Typ, der möglicherweise im direkten Umfeld der Sedinerherren hergestellt wurde. Einen ähnlichen Fund gab es 1991 in Herzberg. Die Sediner-Region war damals ein bedeutendes Macht- und Reichtumszentrum mit weitreichenden Verbindungen. Wahrscheinlich profitierten die hier ansässigen Eliten vom Handel, der vielleicht mit der im Königsgrab bestatteten Person seinen Anfang nahm. Zur außergewöhnlichen Ausstattung des Grabes gehören neben Beil, Messer und Meißel auch Gegenstände der Körperpflege, wie eine Pinzette und ein Rasiermesser. Die Bronzeamphore und 3 kleinere Gefäße dienten als Tafelgeschirr für Trinkzeremonien und 2 unscheinbare Nadeln aus Eisen kündigen die neue Epoche an. Kein Wunder, dass die Grabbeigaben ihren Weg in die Hauptstadt finden. Das Märkische Provinzialmuseum kauft sie 1899 für 120 Reichsmark an. Unmittelbar danach wird auch der Grabhügel unter Schutz gestellt und der Eingang zur Grabkammer befestigt. Die enorme Größe des Hügels, seine aufwendige Konstruktion sowie die Ausstattung des Grabes verhelfen der Anlage schnell zu nationaler Bedeutung. Folgerichtig erwirbt die Provinz Brandenburg das Gelände, ein damals einmaliger Vorgang. Von nun an ist das Königsgrab öffentlich zugänglich.
Seither wird geforscht, gegraben und vermessen. Modernste Untersuchungsmethoden geben den Archäologen immer neue Instrumente zur Hand. Doch worum geht es genau? Uns geht es um 3 bis 4 ganz wichtige Fragen. Erstens die Abmessungen des Grabhügels, zweitens die Struktur und seinen Aufbau, drittens die Datierung und viertens das Erscheinungsbild des Grabhügels während der Bronzezeit. Da der Grabhügel im nördlichen Drittel durch Steinabbau beschädigt ist, könnte ein Suchschnitt die Struktur und den Aufbau des gewaltigen Hügels offenlegen. Und gleich unter der Oberfläche finden sich tatsächlich Reste der Konstruktion aus der Bronzezeit. Das Interessante ist, auf dieser Steinlage liegt ein dickes Lehmpaket, das bis hierher reicht. Man hat hier ganz bewusst, sehr wahrscheinlich bewusst, diesen Baustoff eingesetzt, um Wind- und Wassererosion zu vermeiden. Und die schwarze Linie, die wir hier sehen können, das ist der Eingriff aus dem 19. Jahrhundert. Hier hat sich möglicherweise hier oder darüber die letzte Steinschicht befunden, die auch sehr wahrscheinlich die Außenhaut des Grabhügels gebildet hat. Keine einfache Aufgabe. Deshalb werden mehrere Suchschnitte an verschiedenen Seiten des Hügels angelegt. Damit erhoffen sich die Archäologen, Details über den Aufbau des Monuments zu erhalten. Was sehen wir? Wir sehen den massiven Steinkreis, die Steine in ein eigenes Gräbchen gesetzt, verkeilt, dass sie stehen. Und die sind eben zum Teil so groß, dass man, wenn man von hinten Material dagegen schüttet, schon so eine Widerlagerfunktion für den Grabhügelfuß annehmen kann. Wichtige Angaben für die Rekonstruktion der Architektur. Bevor das Bodendenkmal wieder verschlossen wird, werden alle Flächen vermessen und sorgsam dokumentiert. Ein neues Verfahren ermöglicht sogar eine dreidimensionale Darstellung der Grabhügelkonstruktion. Dafür werden erst einmal tausende Fotos gemacht. Wir wollen aus den Fotos ein dreidimensionales Modell berechnen. Und dieses Modell wird anhand der Passpunkte, die Sie da ringsherum verteilt sehen, dann auch georeferenziert. Das heißt, es bekommt einen Maßstab, dieses Modell. Man kann es am Rechner dann halt, da kann man jedes Steinchen nachmessen, sozusagen von der Größe her. Und das Objekt ist vollständig erfasst dann. Diese Technik erlaubt es, am Computer die im Boden befindlichen Strukturen von allen Seiten anzuschauen. Und es geht noch viel mehr. Luftbildaufnahmen vom Hügel werden so angelegt, dass daraus ein 3D-Modell des Geländes berechnet werden kann. Dabei wird sogar der Bewuchs retuschiert, sodass nur der Grabhügel sichtbar wird. Auch die Grabkammer wird gescannt und liegt nun als 3D-Modell vor. Doch offenbart dieser Aufwand, wer hier begraben wurde und wer das Monument errichtet hat? Mögliche Antworten finden sich rund einen Kilometer weiter nördlich. Dort, in den Wigboldschen Tannen, liegt noch ein Gräberfeld. Die ersten archäologischen Untersuchungen fanden hier schon kurz vor 1890 statt. Dann war lange Pause. Erst 2006 wurde wieder gegraben. Und die letzten Untersuchungen sind nur wenige Wochen alt. Das größte Grab hatte einen Durchmesser von etwa 40 Metern. Insgesamt gab es hier über 100 Grabhügel, ein riesiger Friedhof der Bronzezeit. Ist sehr wahrscheinlich das größte Grabhügelfeld der Prignitz gewesen, das allerdings schon im späten 19. Jahrhundert auch wiederum der Gewinnung von Steinen zum Opfer gefallen ist. Dabei sind ganz hervorragende Grabfunde aufgetaucht, wie zum Beispiel das berühmte Grab Wigbold I, dessen Funde, Schwert, Bronze, Blechgefäße, Teile, die man am Gürtel getragen hat. Archäologen sprechen wegen der erstaunlichen Gräber von Sedin von einem Macht- und Reichtumszentrum. Leider sind die meisten Funde verschollen und die erhaltenen Grabinventare unvollständig. Umso wichtiger ist die Nachuntersuchung mit modernen Methoden. Und mit ein wenig Glück finden sich immer noch Reste. Hier sieht man die Randscherbe. Er hat fast keine Krümmung, also es muss ein sehr großes Gefäß sein, ein sehr flaches Gefäß. Teller oder sowas, ne? Sogar die Steinsetzungen des Grabhügels sind erhalten. Was man hier erkennen kann, sind zwei Steinringe in Resten. Ein innerer Steinring, der auch eine gewisse Biegung aufweist, die man, glaube ich, gut sehen kann.
und ein äußerer Steinring hier an dieser Stelle. Und zwischen diesen beiden Steinringen gibt es eine Pflasterung hier mit kleineren Steinen. Also dieser Bestattungsplatz muss man rechnen über 300, 350 Jahre. Vielleicht also so vom 9. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Genau zu dieser Zeit verorten die Brandenburger Archäologen den Höhepunkt der Besiedlung in der Region. Doch wo sich die dazugehörige Siedlung der hier Bestatteten befand, war bis 2010 unbekannt. Etwa 7 Kilometer nordöstlich die Dömnitz bei Horst. Nicht weit von dem Ort, wo sie mit der Stepenitz zusammenfließt, befindet sich eine Wallanlage, von den Einheimischen Schwedenschanze genannt. Dass die mächtigen Erdaufschüttungen älter sind, haben Archäologen schon lange geahnt. 2010 wird bei einer Grabung das Alter der Anlage bestimmt und erstmals ein Zusammenhang zum Sediner Königsgrab hergestellt. Eine kleine Sensation, die Archäologen aus ganz Deutschland zusammenkommen lässt. Also ich forsche seit 12 Jahren an so einer Befestigung der jungen Bronzezeit. Und da war es zu Beginn genauso. Wir wussten nicht, wie alt der Wall war. Und jetzt wissen wir bei der Hünenburg bei Wartenstedt im Kreis Helmstedt, es gibt die Befestigung und es gibt eben eine riesengroße Außensiedlung dazu. 3,6 Hektar ist die Anlage groß. Der Ringwall im Norden misst 40 Meter. Im Süden schließt sich ein Abschnittswall mit Graben an, dazu ein Tor. Der Volksmund nannte es schon immer die Burg. Aber handelt es sich wirklich um eine Festung aus der jüngeren Bronzezeit? Hier wäre auch noch natürlich zu überlegen, ob mit einem Sondageschnitt das mal geklärt wird, ob es sich da vielleicht um eine ältere Phase handelt. Es könnte ja theoretisch auch um eine ältere Burgbefestigungsanlage hier drunter liegen. Eigentlich müsste die ganze Siedlung ausgegraben werden. Doch dafür fehlt das Geld. Das Fundmaterial ergab einwandfrei den zeitlichen Zusammenhang zur Sediner Gruppe. Damit wäre der Ort gefunden, von dem aus die bronzezeitlichen Fürsten ihr Territorium beherrschten oder wo sie in Krisenzeiten Schutz fanden. Rekonstruiert man die Landschaft der Bronzezeit, so liegt das Königsgrab an einem Ort, wo immer wieder rituelle Zusammenkünfte eine Rolle spielten. So zumindest lassen es besondere Befunde vermuten. Bei Untersuchungen im Vorfeld des Grabhügels kommen rätselhafte Steinpackungen zutage. Sie liegen genau in einer langen Reihe, fast 300 Meter lang. Insgesamt wohl 150 Gruben von jeweils einem knappen Meter Durchmesser. 2014 werden sie genauer untersucht. C14-Datierungen ergeben, dass die Steingrubenreihe etwas älter ist als das Königsgrab von Sedin. Das Ende ihrer Nutzung fällt vielleicht mit der Errichtung des Grabhügels zusammen. Doch die Befunde geben den Archäologen Rätsel auf. Denn in einer einzigen Grube finden sich zentnerweise Steine. Die Gesamtzahl sind in etwa 145 Kilo. Für die eine Feuergrube ist es eben eine sehr große Anzahl, weil es ja auch eine sehr vom Umfang her und von der Tiefe her erscheint ja sehr klein, und dann sind das doch relativ viele Steine, wo man dann eben daraus schließen muss, die sind richtig hineingebaut worden oder hineingepackt worden. Ob alle Gruben zugleich oder nacheinander angelegt wurden, wird sich wohl nicht klären lassen. Auffällig ist, die Steine waren großer Hitze ausgesetzt. Brandspuren innerhalb der Gruben sucht man allerdings vergebens. Dass sie heiß geworden sind, das sieht man zum Beispiel an diesen Steinen hier, der krisselt ganz stark aus. Und das passiert eigentlich dann bei den hier liegenden Feldsteinen erst, wenn sie einmal heiß geworden sind. Dass sie als Koch- oder Gargruben genutzt wurden, scheint ausgeschlossen. Wahrscheinlicher sind rituelle Handlungen im Zusammenhang mit dem Totenkult der Region. Das erregt die Aufmerksamkeit von Experten eines wichtigen DFG-Projekts. Topoi 264 beschäftigt sich auch mit dem Vergleich von Kulturräumen der Bronzezeit in Europa, Asien und im Vorderen Orient. Die hervorragenden Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen bestätigen, dass es sich hier um einen einmaligen Ritualraum handelt.
Man muss sich jetzt so eine Landschaft vorstellen, offenbar, die überall markiert war, auch hier auf diesem Geländesporn mit diesen großen Monumenten. Und das habe ich nicht erwartet. Also in der, gut, man hat es vorher, hat ja auch Herr Schopper berichtet, der große Grabhügel, Königsgrab von Sedin. Aber wie markant das auch in der Landschaft liegt, das kann man nur vor Ort begreifen. Und deswegen sind wir auch heute hier, um da wirklich mal einen Eindruck zu bekommen. Ob hier ein König begraben wurde? Oder ob wir uns einen Priester mit astronomischen Kenntnissen vorzustellen haben. Das Königsgrab von Sedin steht für einen Höhepunkt in der Kultur der jüngeren Bronzezeit. 2016 hat die Landesregierung von Brandenburg eine Verordnung über das Grabungsschutzgebiet Siedlungs- und Ritualraum Königsgrab Sedin erlassen. Damit stehen erstmalig 5.500 Hektar Fläche unter diesem besonderen Schutz. Über 100 Jahre archäologische Forschungen haben ein kleines Dorf in der Prignitz, das dem Königsgrab seinen Namen gab, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Die Prignitz selbst hat aber noch viel mehr zu bieten. Denn das Königsgrab von Sedin ist das Bindeglied zu 5 weiteren zentralen archäologischen Orten, die es zu entdecken gilt. Die Slawenburg Lenzen an der Elbe, das Hünengrab von Mellen, Schloss Mayenburg, der archäologische Park Freienstein und das Schlachtfeld 1636 in Wittstock. Fahren Sie hin und schauen Sie selbst. Die Prignitz erwartet neugierige Entdecker.